Wann geht es endlich wieder aufwärts? Viele von uns denken diesen Gedanken im Blick auf die Kirche, vielleicht auch im Blick auf die Gesellschaft. Wann geht es endlich wieder aufwärts? Das ist die große Frage, vor der dieser kleine Rest derer, die aus der babylonischen Gefangenschaft übrig geblieben sind, einige sind zurückgekommen, in ihrem sogenannten heiligen, auserwählten Land stehen. Sie stehen vor einem Scherbenhaufen. Wann geht es endlich wieder aufwärts? Zwei fähige Leute tun sich hervor. Der Schriftgelehrte Esra und der Politiker, hier wird der Statthalter genannt, Nehemia. Sie beide tun alles Mögliche, um dieses Aufwärts wieder zu ermöglichen, die Stadt aufzubauen, dass die Menschen sehen, es geschieht wieder etwas. Das Eigentliche wird uns heute berichtet. Da wird eine wahrscheinlich ziemlich windschiefe Kanzel zusammengezimmert, damit der Schriftgelehrte Esra höher steht und seine Rolle ausbreiten kann, um das Gesetz Gottes vorzulesen, das Herzstück, daran zu erinnern, was macht uns eigentlich zum auserwählten Volk? Wo schlägt eigentlich das Herz dieses Volkes? Nicht allein im Tempel, nicht bei der Darbringung der Opfer, sondern indem Gott uns sein Wort wissen lässt und uns so zu seinem Volk macht. Und wir hören, bei aller Freude, und hier ist relativ viel für die Heilige Schrift von Essen und Trinken die Rede, dass sie zuvor etwas anderes tun. Sie weinen. Die Lesung verschweigt uns nicht, warum sie das tun. Als sie nämlich das Wort Gottes hören, das ihnen in den Abschnitten vorgelesen wird und erklärt nicht, weinen sie, weil es sie trifft. Wenn wir heute fragen, liebe Schwestern und Brüder, wann geht es wieder aufwärts mit der Kirche in unserem Land? Wann gibt es wieder Berufungen? Dann ist das ein Kriterium dafür. Wann haben wir das letzte Mal geweint, als wir das Evangelium hörten? Wann hat uns das Evangelium zum letzten Mal so getroffen, dass wir das nicht abhaken nach dem Motto, kenne ich schon, habe ich schon mal gehört, ach, das ist heute wieder dran, sondern als ein befreiendes Wort, als ein aufbauendes Wort, als eines, das mich radikal in Frage stellt, als ein Wort, das mich tröstet, als ein Wort, das mich trifft, weil Christus zu mir spricht im Evangelium und mich meint. Das ist das Ziel jedes Wortes. Es geht ja nicht hier um fromme Inszenierungen, sondern dass dieses Wort trifft und es trifft immer. Wir sind schwerhörig geworden. Wir fragen zwar immer, wann geht es aufwärts, wir tun alles Mögliche, wir haben einen unglaublichen Klabauterladen an Strukturen errichtet, aber das treffende Wort, das, was uns zum Weinen bringt, und nach dem Weinen zu einem Fest macht. Dieses Wort wird jeden Tag verkündet. Wir können diesem Wort, das Christus selber ist, jeden Tag begegnen. Aber wir sind so, wie es die Heilige Schrift sagt, hartherzig geworden. Uns erschüttert so schnell nichts. Alles Mögliche. Da sind wir ganz empfänglich. Da regen wir uns auf, da geht uns der Mund über, weil das Herz von diesem ganzen Quatsch voll ist. Aber es muss allein von Christus voll sein. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, geht es wieder aufwärts.